Moin moin Leute und ein kräftiges Moin moin hinterher. So, ich war mal heute wieder einkaufen. Bei Aldi. Schönen Dinge von Aldi. Oder war ich doch nicht bei Aldi? Das müsst ihr entscheiden. Schreibt in die Kommentare, in welchem Laden ich einkaufen war. Ihr könnt raten. Schreibt es in die Kommentare, welcher Laden das ist. Vielleicht war ich auch bei Rewe. Oder bei Neukauf. Oder war ich bei Netto? Oder bei Penny? Bei Markant? Edeka? Lidl? Ihr werdet's bestimmt erraten. Ich habe mir Getränke gekauft. Habe ich mir das hier gekauft? Auch lecker. Bisschen Vitamine. Ob das jetzt so gesund ist, diese Vitamine hier drin sind und das ganze ausgepresste Obst, weiß ich nicht. Aber es ist lecker, schmeckt und ja, ist die Hauptsache. Hier noch das hier davon drei Flaschen, hier schon mal zwei. Ja, schmeckt auch. Wenn wir dazu sagen, was trinken braucht man ja. Das hier Zero, nochmal die dritte Flasche. Dann habe ich hier noch die Dinger. Die habe ich mir gerade Backofen geschmissen. Kann man auch in der Pfanne machen, aber ich mache die mal Backofen. Und ja. Die will ich gleich mit so Kräuterdip essen. Dann kommen wir zu meinen beiden Taschen und mein, was ich noch so, was ich nicht in der Tasche eingepackt habe, was ich so getragen habe. Ich habe mir 2 Kilo Äpfel geholt. Hat mal richtig, richtig Bock, mal wieder auf einen richtig schönen Apfel. Sind ein bisschen klein, die Äpfel, aber können wir machen. Aber richtig, richtig gut. Und dann nehmen wir mal einen Apfel mit. Apfel und dann rein damit. Äpfel esse ich sehr, sehr gerne. In letzter Zeit habe ich davon weniger gegessen, aber jetzt habe ich wieder richtig Bock drauf gehabt. Weil eine Zeit habe ich viel zu viel davon gegessen. Dann habe ich eine Zeit zu wenig gegessen und habe gesagt, kann ich mir mal einen wieder gönnen. Ja. 2 Kilo Äpfel. Werd bestimmt mehr, werde ich mal schmecken lassen. Ja, was haben wir hier? So Kartoffeltaschen mit Spinat und was Käse. Ja, Mozzarella. Ich glaube, die Sorte hatte ich noch gar nicht. Ich hatte immer nur die andere Sorte. Ich habe gesagt, nehmen wir mal die andere Sorte mit. Wer weiß, ob das schmeckt. Dann habe ich mir hier noch ein Nudelgericht mitgenommen, so ein Fertiggericht. Mit so Pilzen drin und so. Schmeckt auch ziemlich lecker. Kann man nicht falsch machen. Schmeckt einfach. Kommen wir zu meiner zweiten Tasche, die etwas schwerer ist. Oh. Da haben wir hier schon mal Tortilla Chips mit Käse. Machst du auch, finde ich nachher noch ein bisschen. Ich will hier dieses Wochenende noch ein bisschen Gaming, ein bisschen Dating vielleicht, noch ein paar auch reinschnecken. Ist immer gut. Dann ist das der Kräuterquark, den ich habe. Du werde ich mir dann mit den Chicken Chips gleich reinholen. Ein Weißbrot, Toastbrot, wie auch immer man das so sagen wird. Und jetzt kommt das Schwerste, was hier drin ist. Ich habe 6 von diesen Dingern. Eins.
2. Da ist ein Energy drin. 3. Wow, wow, wow. Ja. Der fünfte und der vorletzte und der sechste. 6 Stück, die werden bei mir gleich richtig schön kühl gestellt und die Gaming Session, dass man so sich den bei einmal reinmacht, einen am Tag oder so oder alle 2 Tage ein, egal, auf einmal. Das erfülle ich nicht. Aber in den nächsten Tagen habe ich viel Zeit, habe ich ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr zu spielen, was ich die letzten Tage leider nicht hatte. Und ja, wer weiß, die schmecken lecker. Und das Problem bei den Dingern ist, die sagen immer, ja, man bleibt länger wach und so. Das stimmt gar nicht. Also ich kann einen trinken, dann merke ich gar nichts. Da hat bei mir keine Auswirkung. Wo ich noch nie getestet habe, bin ich nicht. Ist meiner runtergefahren, egal. Also, ich habe noch nie mehr als einen getrunken, also auf einmal. Von daher an einem Tag. Kann ich nicht beurteilen, ob mehr hilft. Aber, naja. Und dann, haut rein, bis dann. Das war mein Einkauf von, ja. Ihr wolltet mehr sehen, kriegt ihr mehr. Also haut rein, bis denne.